Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Teil von How to Play. Heute bin ich leider alleine, da mein Kollege mittlerweile schon in den Urlaub gefahren ist. Und ich werde euch jetzt präsentieren das Spiel Age of Empires the Conquerors. Und zwar aus dem Teil 2, die Erweiterung. Mein Name ist Tobias, wer mich noch nicht kennt, aus dem ersten Teil. Und ich werde euch jetzt hier erstmal die Wirtschaft erklären, wie alles grundlegend funktioniert. Also wie ihr seht, habe ich hier einen Briten in Speer, der mir meine Landschaft erkundet. Und der hilft mir eigentlich, meine Rohstoffe zu finden, die ich am Anfang sehr stark benötige, weil ich habe eigentlich sehr wenig, um überhaupt voranzukommen. Dann habe ich meine Dorfbewohner am Anfang, drei an der Zahl, mit denen man schon einiges anstellen kann. Aber wir benötigen noch mehr, deswegen gehen wir ins Dorfzentrum und bauen neue Einheiten. Aber um dies zu ermöglichen, müssen wir natürlich auch Häuser bauen, damit die Leute auch wohnen können. Ja, da kommt schon die Meldung. Einheitenlimit ist erreicht. Wir benötigen neue Häuser. Mit dem erschaffenen Dorfbewohner bauen wir erstmal eine Mühle. Im normalen Baumodus Gebäude unter Mühle können wir diese Mühle errichten an den Beerensträuchern, die in unserem Umfeld liegen. Die bringen uns nämlich Nahrung. Sobald die Mühle fertiggestellt ist, wie ihr seht, begibt sich mein Dorfbewohner Richtung Nahrungsquelle und baut bzw. erntet die Beeren. Okay. Meine Dorfbewohner arbeiten fleißig, das finde ich gut. Das heißt, Nahrung habe ich kein Problem im Moment. Dann baue ich mal jetzt durch die Mühle, habe ich jetzt ein neues Gebäude hinzubekommen, und zwar das Feld. Das bauen wir mal direkt an die Mühle her dran. Und schicken auch direkt einen Dorfbewohner bzw. zwei zum Holzhacken. Das sind nämlich die grundlegenden Rohstoffe für den Anfang. Somit habe ich dann alle Rohstoffe, die ich in der dunklen Zeit brauche, gefunden und auch dabei, sie zu ernten. So, suchen wir mal weiter. Ah, Schafe gefunden. Direkt einen Dorfbewohner dorthin schicken. So, erkunden wir mal weiter. Noch ein Schaf gefunden. Na, Moment, du dahin, du hier runter. Ja, wie ihr seht, meine kleine Stadt hat Größe angenommen. Und zwar um vier Häuser und eine Mühle. Dorfbewohner arbeiten alle fleißig. Das finde ich nicht schlecht. Hier unten ist ein Wildschwein, das möchte ich aber jetzt nicht attackieren, da ich keine Chance gegen den habe. Ja, lassen wir das doch mal lieber, bevor ich da einen Dorfbewohner verliere. So, geht die Suche weiter. Mal eben den Webstuhl entwickeln, ermöglicht mir, dass meine Dorfbewohner sich besser verteidigen können gegen angreifende Tiere wie Wölfe. Dort haben wir Küstenfische, die können wir auch schon angeln, wenn wir möchten. Aber wie ihr seht, ist das ein bisschen weit weg von meiner Basis. So, wir benötigen jetzt erstmal ein Gebäude, um in die nächste Zeit voranzuschreiten. Ja, das Feld ist abgeerntet. Ein braches Feld geworden. Folgende Features gibt es hier im Gegensatz zum Vorgänger. Man kann hier in der Mühle das Feld neu einsehen. Das machen wir auch viermal. Und jetzt schicken wir den Dorfbewohner einfach zum Bauen, dass er das Feld erneuert. Meine Beerensträucher sind auch mittlerweile abgeerntet. Aber keine Sorge, wir machen direkt ganz viele Felder. Die Kaserne ist fertiggestellt, jetzt können wir auch direkt in die Feudalzeit. Das ist natürlich sehr schön. Bauen wir mal einen Hafen, um auch mal außer Land etwas mehr zu erfahren. In der Zeit erkunde ich weiterhin meine kleine Insel hier. Ja. Helfen wir dem Jungen mal.
So, der Hafen. Wie ihr seht, haben sich meine Gebäude verändert. Sie sind ein bisschen moderner geworden. Feudalzeit bedeutet, dass ich jetzt auch mehr Einheiten und mehr Ausrüstung bauen kann für meine Dorfbewohner. Zum Beispiel hier in der Mühle können wir jetzt einstellen, dass unsere Felder 75 mehr Nahrungseinheiten haben. Gut für uns, müssen wir nicht immer schnell auf die Felder achten und hier neu einsehen. Ah, da ist Gold. Gold haben wir jetzt endlich gefunden. Das ist die dritte Rohstoffquelle und Stein ist auch direkt hier. Das ist perfekt. Bauen wir mal ein paar Dorfbewohner, um hier einmal alles abzubauen. Suchen wir weiter nach interessanten Dingen. So, wie ihr seht, habe ich jetzt auch noch schon einen Fischerkutter gebaut. Hier werde ich jetzt erstmal die Reuse vor den Hafen setzen. Reuse bedeutet simpel, es ist wie das Feld, nur halt im Wasser. Und es beherbergt auch mindestens das 3- bis 4-fache an Nahrung wie das Feld allgemein. So, wir haben mittlerweile auch schon wieder drei untätige Dorfbewohner hier rumstehen. Gehen wir doch einfach mal auf Holzabbau, weil uns fehlt das Holz. Gehen wir doch einfach mal, welchen Baum ist am nähersten? Hacken wir einfach mal die hier unten ab. Ja. Wie ihr seht, habe ich gerade Holzprobleme. Das ist nicht sehr schön. Ja, wie gesagt, grundlegenden Sachen sind eigentlich Holz und Nahrung. Die bin ich auch jetzt dabei abzuernten in der dunklen Zeit. Da ich jetzt genügend Nahrung verfügbar habe, gehe ich auch direkt mal Gold abbauen, weil dies benötige ich für diese Zeit. Sehr schön. Weitere zwei Dorfbewohner an Steinvorkommen und damit haben wir alle grundlegenden Ressourcen eigentlich in Betracht gezogen. Und hiermit endet auch der wirtschaftliche Teil fürs Erste. Ich werde euch im nächsten Teil erklären, wie das mit der Militär funktioniert. Da werden wir auch unseren ersten Gegner besiegen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht zuzugucken, wie das Spiel funktioniert. Ich werde euch dann auf dem Laufenden halten im nächsten Teil. Bis dahin, schöne Tage. Macht es gut.